Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Donnerstagabend, willkommen zu Hause bei Auf ein Bier mit. Ich hoffe, Sie haben sich auch eins geöffnet. Wir haben es jedenfalls gemacht und freuen uns auf eine halbe Stunde tolles Gespräch, in diesem Fall mit Michael Roll. Und ich sage herzlich willkommen. Hallo. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Insofern sage ich Prost an dich und wünsche uns ein schönes Gespräch. Zum Wohl. Ja, auch an Sie. Und an Sie. Es ist nahezu unmöglich, alle Filme, Serien aufzuzählen, in denen du in deinem Leben als Schauspieler mitgewirkt hast. Deswegen nenn mal die für dich wichtigste. Oh, das ist schwer. Also sagen wir mal so, es gibt so in meinem Leben, glaube ich, schauspielerisch zwei, drei Initialzündungen. Das allererste war ein Film, der hieß Ein naheliegender Mord. Den hat ein inzwischen leider verstorbener Regisseur und Autor, der Oliver Storz, geschrieben. Und das war so der erste, der mir eine große Hauptrolle gegeben hat. Und das war so die Initialzündung, dass die Branche auf mich aufmerksam wurde, und danach kriegte ich einen Haufen Angebote. Dann kam daraufhin die schnelle Gerdi mit der Senta Berger, was einfach von der Popularität ein Riesenschritt war. Und dann die Serie mit dem Günter Strack, Der König. Und das sind so Sachen, die man, das Glück muss man haben als junger Schauspieler, dass man in zwei solchen großen Sachen mitmachen durfte. Also, Sie merken, junger Schauspieler, wobei mittlerweile... Auch schon 38, ich bin 38J oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber nicht nur Schauspieler, du hast sehr viel mehr in deinem Leben gemacht und machst auch immer noch sehr viel mehr. Das heißt, wir haben einiges zu besprechen. Bevor wir loslegen, 30 Sekunden, machen wir 20, oder? 20 Sekunden diese Kamera. Oi. Wenn ich wüsste, was jetzt neben mir läuft. Michael Roll, heute also mein Gast bei Auf ein Bier mit. Jetzt haben wir gerade eben schon kurz über die Schauspielerei gesprochen. Ich habe ja gesagt, es ist nahezu unmöglich, alle Serien aufzuzählen. Da war ja alles dabei. Tatort, Polizeiruf, Soko. Ein paar Dinge hast du selber gerade eben schon gesagt. Der Bulle von Tölz. Es ist nicht machbar, alles aufzuzählen. Aber was auffällt, es sind total unterschiedliche Charaktere, die du in deinem Leben gespielt hast. Gibt es so einen Lieblingscharakter? Gibt es sowas, was du besonders gern spielst? Nee, ich glaube, das Salz in der Suppe ist genau die Abwechslung, dass man also schaut, dass man jetzt nicht immer dasselbe machen muss oder darf, sondern dass man wirklich mal schauen kann, dass man sich durch alle Genren irgendwie lavieren kann, ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist ja das, was am meisten Spaß macht. Ich hatte jetzt gerade so die Extremsituation, ich war auf Theatertournee, bin von der letzten Vorstellung runter, bin ins Hochgebirge gefahren, um Bergretter zu drehen, und da gehst du irgendwie von einer wohlbeheizten Bühne am nächsten Morgen auf 3200 Meter mit minus 18 Grad bis dem Schnee, bis dem Sturm, und denkst dir, hey, das sind Gegensätze, die können größer kaum sein, aber das ist das, was Spaß macht. Traumberuf? Ja. Warum? Ja, genau deswegen, weil es eben keinen Trott gibt. Jeder Tag ist anders, jeder Arbeitstag ist anders. Man hat natürlich gewisse Routinen, die entwickelt man, das ist logisch. Und selbst wenn du jetzt ein Theaterstück 100 Mal spielst, ist auch jeder Abend anders. Also die Zuschauer sind anders, du bist anders, die Kollegen sind anders drauf. Die Bühne ist anders, wenn man jetzt eine Tournee macht. Also das ist, glaube ich, das, was mich... Ich bin so ein unsteter Geist und ich bin auch so aufgewachsen. Mein Vater war ja Kameramann oder ist immer noch Kameramann, und der war auch immer auf Achse, und dann habe ich das wahrscheinlich ein bisschen aufgesaugt. Du kommst also aus einer Filmfamilie, das kann man, glaube ich, schon, so sagen. Ist das auch der Grund dafür, dass du dich selber dafür entschieden hast? Nee, das ist irgendwie, ich habe mal gesagt, der Beruf ist mir einfach nachgelaufen. Also ich wollte ja immer Pilot werden, das war immer so mein Lebenstraum, wollte immer irgendwie... Bei einer deutschen großen Airline in den 80er Jahren wurde man noch umsonst zum Piloten ausgebildet, und das war aber Ölkrise, also gab es 3 oder 4 Jahre keine Ausbildung, und dann war ich in dem richtigen Alter. Damals durfte man maximal 24 sein mit Abitur und abgeleistetem Wehrdienst, und also das war ein sehr enges Fenster, und in diesem Fenster gab es keine Ausbildungen. Und habe aber immer schon als Kind Filme synchronisiert, habe mir da Taschengeld verdient, und irgendwann über die Synchronarbeit bin ich mal zu einem Casting von einem Fernsehspiel eingeladen worden.
Und immer wenn ich gemeint habe, ah, ich glaube, ich schaffe das mit der Schauspielerei nicht, dann habe ich mal 4 Semester Architektur studiert und ich war, glaube ich, in der 3. Vorlesung, dann kriegte ich irgendwie, damals gab es noch keine richtigen Handys, aber irgendwie kriegte ich eine, ich weiß nicht, ob das noch schon Blackberries waren oder irgendwie sowas, irgendwie ein Angebot für irgendein Fernsehspiel, das ich machen soll. Also es ist immer, wenn ich so auf dem Absprung war, jetzt mache ich doch was anderes, hat der Beruf mich wieder eingefangen und dann habe ich den aber auch richtig angepackt und angenommen. Schauspielunterricht genommen, Gesangsunterricht, Sprechunterricht, was man alles so braucht, um auch wirklich mehr als 5 Jahre durchzuhalten. Hat man es leichter, wenn man aus so einer Filmfamilie kommt? Oder vielleicht im Gegenteil eher nein? Beide Seiten. Also man hat es erstmal leichter, dass man viele Leute kennt, die mich als Kinder kennen, weil ich mit meinem Vater oft unterwegs war. Dann aber hat man es wieder schwerer, weil man eher in den Ogu kommt, Protégé-Kind zu sein und die Leute dann doppelt genau hinschauen. Weil was? Ja, weil sie immer mal ein Protégé-Kind, also ein Kind, das quasi von der Unterstützung des berühmten Vaters lebt. Manchmal Nudel da wegen. Na, das kann aber auch nicht sein. Ich trinke, normal trinke Kaffee, deswegen. Also das hat beide Seiten. Mhm. Welche war bei dir die stärkere? Die stärkere? Ich glaube, ich habe das selber durchgebissen. Mhm. Also ich bin einer, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich es auch durch. Und wenn es 30 Jahre dauert, dauert es 30 Jahre. Also am liebsten hätte ich es immer am nächsten Tag schon erledigt, wenn ich mir was vornehme, aber ich kann das auch aussitzen. Sehr gut. Jetzt sagst du, es gibt keinen Lieblingscharakter, den du besonders gerne spielst, sondern du magst die Abwechslung. Gibt es denn umgekehrt einen Charakter, den du nicht so gerne spielst? Nee, weil selbst auch wenn nicht. Mir der Charakter unangenehm ist, ist es doch spannend, den mal spielen zu dürfen. Also der Reiz in der Schauspielerei ist, dass ich ja manchmal Dinge tun darf, die eigentlich verboten sind. Also ich darf Menschen umbringen, ich darf Frauen schlagen, ich darf Bankräuber sein, ich darf auch mit der Pistole rumlaufen und sagen, ich will deine Hände sehen. Und das sind alles so kleine Räuber- und Gendarm-Fantasien, die jeder von uns hat, also vielleicht Jungs. Und ich muss dafür keine Verantwortung übernehmen, werde nicht zur Rechenschaft gezogen, weil wenn ich schlecht mache, dann sagt der Regisseur, ah nee, komm, ich mach mal nochmal, war jetzt nicht so toll. Mhm. Aber ich werde nicht eingesperrt. Also wenn ich jetzt einen Bankräuber spiele, ist doch toll. Wie viel Michael Roll steckt denn dann in so einer Rolle am Schluss drin? Also wie viel kannst du dich da selber einbringen? Also rein optisch würde ich mal sagen zu 100%. Weil so weit verwandeln, außer man hat jetzt irgendwie sowas Kompliziertes mit Maske, dass man dich gar nicht mehr erkennt. Mhm. Ich glaube eine ganze Menge, weil der Schauspielberuf lebt von der Erfahrung. Also es ist eigentlich leichter, rückwärts zu spielen. Also jüngere Charaktere zu spielen ist einfacher, weil ich ja schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe als meine Figur, als jetzt umgekehrt. Wenn ich jetzt einen 80-Jährigen spielen müsste, müsste ich mir schon Gedanken darüber machen, über 80-Jährige, die ich gut kenne, was für Verhaltensweisen man von denen abschauen kann. Aber wenn ich das selber schon erlebt habe und sage, jetzt spiele ich, also ich werde jetzt 55, bin ja da ganz uneitel, soll jetzt einen End-40er spielen, dann sage ich, okay, da habe ich aber 7, 8 Jahre Vorsprung. Da habe ich jetzt doch was gefunden, was du gerne spielst. Okay. Den Jüngeren. Ist leichter. Ja. Was ich wahnsinnig bewundere an Schauspielern, und du kannst uns jetzt mal erklären, wie das funktioniert, weil ich es wirklich nicht verstehe. Ich kann mir so ein paar Fakten durchaus merken, ich benutze aber trotzdem den einen oder anderen Spickzettel. Ja. Was für mich echt unbegreiflich ist, ist, wie man sich Text. Und beim Film kann man es im Notfall nochmal machen. Aber du spielst ja auch viel Theater. Du bist ja theatermäßig mehr wahrscheinlich unterwegs als im Film, oder? Ja, das habe ich vor 2, 3 Jahren wieder neu entdeckt. Also ich habe irgendwie 20 Jahre überhaupt nicht mehr Theater gespielt, weil es einfach auch zeitlich gar nicht machbar war. Und das ist auch wieder so eine Situation, die ist mir plötzlich nachgelaufen. Und dann habe ich gesagt, oh ja, endlich. Und ich habe schon lange drüber nachgedacht, wollte wieder mal ein bisschen auf die Bühne. Und dann kam dieses Angebot. Und spiele seit 2,5 Jahren den Alfred Nobel, also den Erfinder des Dynamits. Aber das war jetzt nicht die Frage, es geht um Textlernen. Es geht um Textlernen, genau. Weil im Theater kannst du ja nicht sagen, okay, komm, stopp, wir machen es nochmal. Ja. Sondern du bist darauf angewiesen, diesen ellenlangen Text zu können. Ja, aber das sind ja dann, man probt ja 6 Wochen an so einem Stück. Das heißt, tagtäglich setzt du dich mit dem auseinander. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du gar nicht mehr über den Text nachdenkst, sondern über die Figur und über den Ablauf von so einem Stück. Und ich sage immer, ich habe so 3 Schubladen im Kopf. Das eine ist, wenn ich einen Film synchronisiere, dann habe ich irgendwie 3 Zeilen vor mir, da schaue ich drauf, die kann ich auswendig, die spreche ich auf die Figur, die ich zu synchronisieren habe und habe sie in der Minute vergessen. Mhm. Dann gibt es so die mittlere Schublade, das ist so für einen Drehtag, da kannst du mir 8 oder 10 Seiten geben, die lerne ich, bis ich sie intus habe, aber ich ertappe mich dabei, dass ich es am nächsten Tag schon nicht mehr kenne. Mhm. Und dann gibt es halt wirklich die Langzeitschublade, wo du einfach sagst, gut, da ist jetzt ein komplettes Theaterstück drin,
Also wir hatten jetzt mit dem Nobel 2 Jahre Pause und haben uns gedacht, oh Wahnsinn, jetzt müssen wir den ganzen Kram wieder neu lernen. Du konntest es noch? Nein, ich habe am Anfang gelesen und habe mir gedacht, ah gut, ersten Satz kann ich noch, dritten weiß ich gar nicht mehr. Okay. Dann habe ich es aber noch 1-2 Mal durchgelesen und dann haben wir es einmal geprobt und am selben Tag, also das ganze Ensemble, hat danach schon eine relativ gute Durchlaufprobe hingekriegt, wo jeder seinen Text wieder drauf hatte. Also da gehen irgendwelche Erinnerungen auf, irgendwelche Schubladen, irgendwelche Fächer, wo auch über Bewegungen, über Positionen auf der Bühne und über das Spielen mit dem Partnern zusammen, das wieder auftaucht. Wie lernst du denn den Text? Sitzt du da zu Hause und liest den tatsächlich den ganzen Tag durch oder fährst du raus in die Natur, setzt dich, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde mich auf den Berg setzen, weil ich so eine Bergleidenschaft habe. Ja. Es gibt, also erstmal kriegt man so und sagt, jetzt nehme ich mal ein Drehbuch oder ein Theaterstück. Das lese ich, dann habe ich das mal so, habe ich so einen groben Abriss. Dann nehme ich einen blauen Marker, ich nehme immer einen blauen Marker, ich weiß nicht warum, und markiere alles, was ich zu sagen habe. Also alles, was blau ist, rede ich. Dann nehme ich einen rosa Marker und markiere alles, was ich zu tun habe. Also wenn dann steht, Alfred Nobel geht von hier nach da oder rauft sich die Haare, dann schreibe ich, markiere ich, rauft mir die Haare. Und wenn man das mal gemacht hat, habe ich so ein fotografisches Gedächtnis, habe ich so dieses ganze Buch vor mir. Es gibt dann auch so Drehtage zum Beispiel, da weiß ich, da ist nichts Blaues. Das sind die entspanntesten Drehtage überhaupt, weil da habe ich keinen Text. Aber da ist viel rosa dann wahrscheinlich. Da ist viel rosa, aber das ist ja dann, was man, das entwickelt sich ja auch an dem Drehort mit den Kollegen, mit dem Regisseur, mit der Kamera. Und dann gibt es natürlich in der heutigen Zeit wunderbare Apps. Und da habe ich eins, das tust du aufs iPad, wird als PDF-Datei das ganze Buch draufgeladen und da kannst du mit dem Finger blau markieren. Und das ist natürlich genial. Und dann markiert man das und dann drückst du auf Block it und dann ist dein Text schwarz blockiert und du siehst ihn nicht mehr. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwo hinfliegt, wenn so die klassischen innerdeutschen Flüge, Stunde 30 oder wie lange man da sitzt, da kannst du so konzentriert, wirklich, da kann ich 7, 8, 9 Seiten bis zum Erbrechen ziehe ich da rein. Das heißt, rausfahren, Natur machst du durchaus auch? Und dann, wenn ich den Text, sagen wir mal, zu 80% drauf habe, dann fange ich an, den beim Joggen vor mich hinzureden. Manchmal auch relativ laut, also irgendwann, wenn mal drinsteht, irgendwie Michael Roll in der Psychiatrie verhaftet, weil er irgendwelche unsinnigen Sachen im Wald rumgeschrien hat. Jetzt, warum? Ihr wisst, ich habe Text gelernt. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, ich finde es toll, wenn man das... Ist aber auch eine Begabung, also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das kann jeder lernen, weiß ich nicht, vielleicht gibt es das auch. Ich habe mich immer schon leicht getan, auch in der Schule. Ich konnte immer schon schnell lernen. Okay, da unterscheiden wir uns. Jetzt haben wir vorher schon gesehen, Schauspielerei ist nicht das Einzige, das du machst. Du fliegst beispielsweise auch tatsächlich, und das passt ja ganz gut dazu, dass du ursprünglich mal, hast du gerade eben gesagt, Pilot werden wolltest. Du fliegst mittlerweile aber nicht bei einer großen deutschen Airline, sondern du fliegst Hubschrauber. Ja. Als einer, der selbst also extrem großer Hubschrauber-Fan ist. Das ist doch wahnsinnig schwierig. Wie lange hast du gebraucht, um so einen Hubschrauber steuern zu können? Also die ganze Ausbildung hat 9 Monate gedauert. Ich habe mir da auch Zeit gelassen. Das war immer irgendwie mal zwischendrin. Aber ich kann mich so erinnern, meine erste sauberen Schwebeflug, meine erste saubere Landung habe ich, glaube ich, erst nach 14 oder 15 Stunden hingekriegt. Mhm. Schwebeflug und dann heißt aber den Hubschrauber tatsächlich einfach in der Luft halten zu können. Da hinzustellen, wo man ihn haben will. Und das passierte von einer Sekunde auf die andere. Das ist ein Phänomen. Das beschreibt jeder, der Hubschrauber fliegt, dass er sagt, man eiert rum, man kann den irgendwie auf 100 Metern nicht irgendwie auf einem Punkt halten und auf einmal geht's. Und keiner weiß warum. Und das passierte mir so und dann war mein Fluglehrer, der hat gleich vor Freude mir auf den Kopf gehauen und hat gesagt, oh Michi, super, komm jetzt rückwärts und seitwärts und drehen. Und plötzlich ging das alles und ich weiß nicht warum. Wie kam es dazu, dass du erst Airliner fliegen wolltest, dann Schauspieler wurdest und jetzt Hubschrauber fliegst? Also diese Verbindung ist mir nicht ganz klar. Ja, Airliner hat nicht geklappt, aus bekannten Gründen. Schauspielerei hat geklappt und das war vielleicht auch meine Bestimmung. Also so ein bisschen was Schicksalhaftes sehe ich da schon. Und später dann, durch den Erfolg in der Schauspielerei, konnte ich mir halt meinen Lebenstraum erfüllen. Das heißt, der Hubschrauber war der große Traum? Das war der Kindertraum. Und da saß ich dann lange da und habe mir überlegt, jetzt hast du 3 Kinder, die musst du ernähren, wenn da was schief geht. Dann habe ich mir gesagt, das ist die Chance meines Lebens. Wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich irgendwann mit 80 da sitzen und dem nachtrauern. Und habe das einfach angefangen. Und da wird man ja langsam rangeführt. Man fängt ja einfach an, erstmal nur geradeaus fliegen, ein paar Kurven rechts und ein paar Kurven links, bis man da zu den Notverfahren kommt, wo man dann schon ein bisschen Bammel hat davor. Also heißt Rotor auskuppeln, ohne Motor landen. Ohne Rotor. Ohne Antrieb. Also der Rotor dreht sich ja weiter. Das ist aber aerodynamisch kompliziert. Man lässt den Hubschrauber quasi durch seine eigene Fahrt und Gewicht in den Rotor fallen und dadurch dreht er sich weiter.
Ist aber komplett vom Triebwerk getrennt. Also kann man Motor auch ausschalten, der segelt trotzdem. So ein bisschen die Ahornblatt. Ah, genau. Nummer, dieses, ein Ahornblatt oder ein, wie nennen Sie, Bucheggern, die man fallen lässt, fangen sich an zu drehen und fallen nicht runter wie ein Stein. Und so funktioniert quasi ein ausgekuppelter Hubschrauberrotor. Mhm. Und fliegst du jetzt beispielsweise, wenn du für die Bergretter drehst, fliegst du dann den Rettungsflug oder wo fliegst du denn jetzt? Nein, also ich organisiere ja viel so Charity-Events und wir haben irgendwie ein System erfunden, das habe ich vor 15, 16 Jahren schon auf den Weg gebracht, dass man Leuten ja für ein paar Minuten fliegen viel Spenden abnehmen kann. Die sind ja ganz heiß drauf. Also suche ich Sponsoren, die mir so einen Hubschrauber bezahlen für so einen Eventtag. Und dann sage ich so, und ich fliege euch jetzt da schnell die 2 Kilometer da runter auf einen Abschlag und dafür will ich aber 50 Euro von jedem. Und das summiert sich und ich habe so im Schnitt zwischen 4.000 und 5.000 Euro Spendeneinnahmen mit so einem Tag. Zusätzlich zu dem Ganzen, was das Event noch bringt. Was, jetzt vermengen wir die Dinge, weil jetzt sind wir bei der das ist super. Ja. Bei der Charity, das heißt, du machst ein, ich habe das schon mal mitgespielt, ich sag's gleich dazu, ein Golfturnier, Charity-Golfturnier und ich war der schlechteste Teilnehmer, den es bei diesem Turnier gab. Das weiß ich nicht, weil deine Partnerin sitzt da hinten. Stimmt das? Stimmt das? Wart ihr ein Team? Wir waren ein Team. Und wer war der Schlechte von euch beiden? Okay, wir schweigen jetzt. Ja. Also von daher kenne ich dieses Event. Ich war auch einer derer, die dann mit dem Hubschrauber mit dir mitgeflogen sind, weil ich Hubschrauber eben großartig finde. Jetzt müssen wir, bevor wir da weiterreden können, kurz klären, wie kam es dazu, dass du dieses Charity-Event machst? Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass einer so meiner Karriere-Schübe... Sie können uns folgen, oder? Es klappt, ja. Ja, das ist nicht inhaltlich. Immer so. Das ist nicht immer so. Ich bin sehr sprunghaft. Es liegt an mir. Ja, machen wir. Wo ich damals mit dem Günter Strack die Serie Der König gedreht habe, wurde in München der Eagles Charity Golf Club gegründet. Das ist so eine Vereinigung von prominenten Sportlern, Schauspielern, Musiker, Wirtschaftsbossen, die irgendwann mal gesagt haben, wir spielen alle Golf, lass uns das doch kanalisieren und wir spielen nur noch Golf, wenn wir eine Spende kriegen. So wurden die Eagles gemacht, da wurde ich aufgenommen auf Vermittlung von Emma Wepper und dann habe ich immer gesagt, ja, das ist eine tolle Idee, aber jetzt nur mitspielen ist mir zu wenig. Ich organisiere mein eigenes Golfturnier und habe den Günter Strack gepackt, gesagt, du, pass auf, das und das ist die Idee. Ich sage, das ist eine tolle Idee, da helfe ich dir. Und am nächsten Tag hatte ich Sat.1 an der Backe. Das Sat.1 Königsturnier war geboren. Und wir haben dieses zu zweit, der Strack und ich, haben dieses Golfturnier in Bamberg aus der Taufe gehoben. Und das war vor 22 Jahren. Und dann wurde die Serie eingestellt, dann ist der Günther leider verstorben irgendwann und Sat.1 hat es aber noch relativ lange weiter durchgezogen mit seiner Witwe als Schirmherrin. Und ich brauchte dann einen neuen Zweck im Raum München und Starnberg und kam so auf die Tabaluga Kinderstiftung und habe dann aus dem Sat.1 Königsturnier später den jetzigen Tabaluga Golf Cup gemacht. Der unter deiner Schirmherrschaft läuft? Also ja, inzwischen habe ich die Michael-Roll-Stiftung noch dazu gegründet, um das Ganze noch besser im Griff zu haben und besser organisieren zu können. Und früher war ich Schirmherr, dann war ich Veranstalter und jetzt ist es eine Veranstaltung der Michael-Roll-Stiftung. Aber das sind jetzt nur so rechtliche, uninteressante Fragen. Und ja, mit dem Ding das haben wir immerhin 1,5 Millionen Euro inzwischen erspielt. Ich wollte gerade sagen, Golf. So interessant ist es nämlich eben. Uninteressant ist es eben gar nicht. 1,5 Millionen Euro. Euro. Ja. Was passiert damit? Das geht 1:1 an die Tabaluga Kinderstiftung, deren Teil ich bin. Also die Michael-Roll-Stiftung ist ein integrierter Teil von Tabaluga. Und die wiederum therapieren Kinder. Und das ist eine sehr traurige Realität leider in Deutschland, die durch sexuellen Missbrauch seelisch mehr oder weniger zerstört wurden. Also wenn man weiß, dass im Jahr 17.000 Fälle, nur Deutschland, 17.000 Fälle gemeldet werden und die Dunkelziffer ca. 10-mal höher liegt, ist man schon erschreckt, dass in einem solchen Wohlstandsland wie Deutschland sowas überhaupt möglich ist. Und dass 2 bis 3 Kinder pro Woche an den Folgen von körperlicher Gewalt in der Familie sterben, ist auch nicht so toll. Und die werden bei Tabaluga halt versucht, so weit zu therapieren, dass die als Erwachsene später eigenständig durchs Leben kommen. Ganz wunderbares Engagement, das ich tatsächlich dann auch bei diesem Charity-Golf-Turnier beim Tabaluga Golf Cup selbst sehr gern unterstützt habe. Aber wie kam es, dass du dich ausgerechnet in dem Bereich engagierst? Naja, das war erstmal der Gedanke überhaupt, also das Bedürfnis zu sagen, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, also wirklich allein wie der Beruf sich mir quasi offenbart hat, dass man einfach so ein bisschen die Verpflichtung fühlte, auch was zurückgeben zu müssen. Und dann habe ich einfach wirklich konkret gesucht, was gibt es hier in der Region an Einrichtungen und bin über
frag mich nicht mehr, wie über irgendeinen Artikel auf den Plan gekommen, dass eben eine Kinderstiftung in Starnberg und Tutzing eine Reittherapie aufbauen will. Mhm. Und meine damalige Frau, die war Reitlehrerin und wir hatten auch ein Pferd. Und das wollten wir sowieso. Mit 3 Kindern ist Reiten nicht mehr so zeitmäßig machbar. Das ging gar nicht. Und wir wollten dieses Pferd verkaufen und haben gesagt, du weißt was, wir schenken das denen. Und haben denen, den Gary hieß der ist leider inzwischen eingeschläfert worden mit, ich weiß nicht, 22 oder so. Den haben wir denen gegeben und seitdem bin ich da ganz eng verbunden, bin im Stiftungsbeirat und arbeite da aktiv mit. Jetzt also aktiv mitarbeiten heißt, ich therapiere keine Kinder, nicht, dass das falsch verstanden wird. Mhm. Also ich bin da nur quasi in der Organisation und ganz weit im Hintergrund da, um quasi Finanzierungslücken zu stopfen, weil einfach so Reittherapie sieht der Staat nicht vor. Mhm. Jetzt haben wir vorher 3 unterschiedliche Gesprächsstränge sozusagen gehabt. Und an der Stelle laufen die ja tatsächlich und deswegen ist es überhaupt kein Problem, dass ich die oder dass wir die so ein bisschen durcheinander geworfen haben, weil an der Stelle laufen die so wunderbar ineinander. Durch die Schauspielerei hast du die Aufmerksamkeit, genau. Die Kontakte auch, um dann die Mitspieler für den Tabaluga Golf Cup zu kriegen und dann mit dem Hubschrauber eben die Spenden einzunehmen. Nicht nur mit dem Hubschrauber, genau. Aber auch da. Das ist ein kleiner Teil, aber der hat sich gut etabliert. Da muss man doch sagen, wie wahnsinnig toll, dass es so gut zusammenläuft. Ja, aber das ist wieder mein Sitzfleisch. Also wo wir angefangen haben, also das Turnier war ja überall schon in Deutschland. Es ist gar nicht so einfach, einen Golfplatz zu finden, der dir mal für einen Tag die Anlage umsonst gibt. Mhm. Und ich bin dann da rausgezogen und bin gleich mal in diesem Golfclub, im Golfclub Tutzing und habe gesagt, das ist der Plan. Da saß ich 4 Leuten gegenüber, die haben gesagt, das ist ein Wahnsinniger. Holt die Polizei, sperrt den weg. Dann habe ich gesagt, ja, was schwebt Ihnen denn vorher rollen? Da habe ich gesagt, ich brauche den Platz umsonst, komme mit 200 Golfern, ich komme mit dem Hubschrauber, die Leute werden mit dem Hubschrauber über den Platz geschattelt. Es dauert genau 48 Minuten, dann wird Kanone geschossen und in 6 Stunden ist das Turnier vorbei, okay? Und dann sagen die, okay. Ich habe noch nie 200 Golfer an einem Tag durch ein Turnier geschleust. Ich hatte noch nie einen Hubschrauber, der die Leute auf den Abschlag fliegt. Und die haben echt gedacht, das ist ein Bekloppter, den müssen wir loswerden. Bis wir es dann gemacht haben. Und an diesem Turniertag standen dieselben 4 da, genauso fassungslos und haben gesagt, wir haben es bis heute nicht geglaubt, dass es geht. Und jetzt geht es. Jetzt ist es etabliert, ja. Und du hast immer tolle Mitspieler, also Emma Wepper logischerweise, ihr seid ja, lange verbunden. Wir sind auch eng befreundet inzwischen, ja. Aber auch ansonsten große Namen jedes Jahr mit dabei. Ja, es ist halt durch die Eagles, ist einfach, wir sind inzwischen über 100 Mitglieder beim Eagles Charity Golf Club und da ist einfach, das ist ein ganz tolles Portfolio, eigentlich haben wir Who is Who von Deutschland. Und es ist doch erstaunlich, wer alles Golf spielt, das ist wirklich... Das Who is Who von Deutschland und ich. Ja genau, du bist ja wieder, also ich sage mal, ihr solltet versuchen, den vorletzten Platz zu schaffen. Aber ich besorge mir heute Abend noch, suche ich die Liste raus, wo ihr wirklich gelandet seid. Das wird mich interessieren. Wir waren wirklich, ganz ernsthaft, das ist jetzt nicht irgendwie, um Punkte hier zu gewinnen. Wir waren die Schlechtesten. Und es lag, wir hatten den meisten Spaß, definitiv. Es lag aber an mir, weil ich kann halt tatsächlich also Golf spielen. Als Simone mich gefragt hat, ob ich da mitspielen möchte, habe ich gesagt, ja, weil ich die Sache so toll finde, aber ja. Golf spielen... Also kann ich halt nicht. Und das war auch sehr witzig. Macht doch nichts. Weil wir, genau, finde ich immer auch. Bei meinem Turnier stört das gar nicht. Und es war sehr witzig, weil direkt, wir hatten da noch andere Mitspielerinnen, die am Anfang dann, ich habe, glaube ich, das erste Mal auf den Ball geschlagen, und dann sagte die eine schon so, ei, oh, super, das liebe ich ja. Kann was werden. Ja, ja. Aber wir hatten tatsächlich den meisten Spaß und es ist einfach eine tolle Sache, die wir damit ja auch unterstützen. Insofern großartig. Also man kann das ja mal in die Runde werfen. Es ist am 10. September wieder und es kann jeder vorbeikommen, der dazugucken will. Das ist wirklich, das ist... Tutzing am Starnberger See. Golfclub Tutzing am Starnberger See, genau. Was ist denn so der Plan, wenn wir jetzt ein bisschen noch die letzten Minuten nutzen, um nach vorne zu schauen? Also Schauspielerei läuft, Hubschrauberschein hast du dir erfüllt, größter Lebenstraum. Charity läuft hervorragend. Wie geht es weiter? Ja, ich suche immer irgendwelche Herausforderungen. Ich mache jetzt gerade das Bodensee-Schifferpatent, da muss ich. ich habe jetzt irgendwie vor 2 einen Motorbootschein gemacht, dann habe ich einen Segelschein gemacht, dann habe ich das Sprechfunkzeugnis für Segelboote gemacht. Dann habe ich. Schauspieler werden? Ja, solltest du werden, das ist gut. Dann habe ich irgendwie eine Regatta nach Gibraltar gesegelt auf einer Yacht. Dann habe ich gedacht, ah, das hat jetzt Spaß gemacht. Dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt sowas kann man am Bodensee auch machen. Jetzt habe ich gesagt, mache ich das Bodensee-Schifferpatent. Jetzt habe ich das gelernt. Jetzt habe ich am Freitag Prüfung und dann ist die Schublade wieder zu. Also ich hoffe, dass mir dann was Neues einfällt, was ich mache. Gibt es schon irgendeine Idee, irgendeinen Plan, irgendeinen Traum? Also rein beruflich bin ich jetzt schon mal Gott sei Dank viel unterwegs. Also im Juni diesen Jahres spielen wir wieder den Nobel am Fritz-Remond-Theater für 4 Wochen.
Dann geht es wieder weiter mit, ich bin da in zwei Reihen fest drin, Lena Lorenz und seit 13 Jahren Kommissarin Lukas in Ringsburg. Meine Heimatstadt übrigens. Sehr gut, musst du uns mal besuchen. Traum. Also, ein Traum, natürlich. Ein Traum. Und dann fange ich Ende des Jahres an, wieder Theaterproben und dann gehe ich nächstes Jahr auf Tournee. Und im Herbst nächstes Jahr spiele ich am Bayerischen Hof in München. Und wenn es dann gut geht, im Januar 18 nochmal eine Tournee. Das heißt, hier wird nicht langweilig die nächste Zeit. Ich muss nur gucken, wie ich fliege zwischendrin und segel. Skifahre. Ja, wirklich großartig, dass du dir noch ein Hobby anlachst, obwohl du eh schon so knapp Zeit hast. Ja, das, ich weiß auch nicht warum. Ich muss immer irgendwas tun. Ich kann nicht Was machst du denn ansonsten privat? Also Hubschrauber, Charity organisieren. Ja, Golf spielen. Golf spielen? Mhm. Selber auch aktiv? Ja, ja. Mit welchem Handicap? 11. 11 heißt, es gibt immer eine Vorgabe. Ich kann nicht mal das richtig. Also an einem Platz, ja. An einem Platz, der mit Par 72, also 72 ist die. Golf-Profi. Ja, ich weiß, ich spiele seit 35 Jahren Golf oder seit fast 40. Also deswegen, also ein Platz hat so eine Vorgabe. Man sollte den mit 72 Schlägen schaffen. Mhm. Dann ist man Profi, dann hat man Handicap 0. Mhm. Ich darf jetzt 83 Schläge brauchen, weil ich habe Handicap 11 und da werden wir nach der Runde 11 Schläge weggezägt. Mhm. Und weiß ich, was hast du für ein Handicap? Wenn du sagst, du bist Anfänger 54? Ich habe tatsächlich 54. Also genau. Wenn man den Platzreifekurs macht, den habe ich mal gemacht. 54. Dann darf man 54 Schläge mehr brauchen als der Profi. Genau. Und davon, also da bleibe ich auch dabei. Und 43 Weil wenn das jemand überprüfen würde, bräuchte ich wahrscheinlich in Wahrheit 100 Schläge mehr. Aber ist ja egal. Das ja, aber dafür gibt es ja Stable vor, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ja okay. So ein Punktezählsystem und weniger als 0 gibt es nicht pro Loch. Also ist ganz perfekt. Gut. Jetzt bin ich hängen geblieben. Golf spielen, ja. Segeln, Hubschrauber fliegen. Wie sieht dein Leben ansonsten aus? Ach, ich bin eigentlich ganz entspannt. Ich habe ja viel. Mich stresst es nicht. Das Schöne ist, dass es arm. Also, mein Beruf empfinde ich nicht als Arbeit. Das ist, glaube ich, das größte Privileg, was ein Mensch haben kann. Ich freue mich auf jeden Arbeitstag, egal wie anstrengend, wie kalt, wie heiß, wie noch er sein mag. Das ist, also, das ist für mich. Ja, das ist fast schon wie Erholung. Ne? Großes Glück. Und ich kann einfach nicht stillsitzen. Ich habe Hummeln im Arsch. Ich merke das schon wieder so unten unterm Tisch zappeln so die Füße ein bisschen rum. Ich unterstütze das, weil das heißt, da passiert noch viel und wir können uns wiedersehen. Flugzeuge bin ich auch geflogen übrigens ganz nebenbei, eine ganze Zeit lang. Ein Mod und zwei Mod. Das kann ich. Also so kleine, so Sportflugzeuge. Ja, genau. Ja. Wir haben Schein gemacht, mal Einmotorik und dann habe ich mir gedacht, das ist ja lustig, es muss auch zweimotorig gehen, dann habe ich das auch noch gemacht. Ja, wobei du mit so einem habe ich aber verfallen lassen, keine Zeit mehr gehabt. Ja, du kannst auch mit so einem Flugzeug nicht auf dem Golfplatz beispielsweise oder nur sehr schwer auf dem Golfplatz landen. Fieseler Storch würde gehen. Wer? Fieseler Storch. Aus der Zeit zwischen den Weltkriegen ist ein Flugzeug gebaut worden, das mit 80 Meter Startstrecke und Landestrecke auskommt. Sie merken, es gibt einen kleinen Altersunterschied. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Ja, ich auch. Weil mit Hummeln im Arsch passiert da ja relativ viel und dann sehen wir uns wieder. War jetzt politisch unkorrekt, der Satz. Ne? Prost. Wo prosten wir hin, wo es rot leuchtet? Prost. Ciao. Ich sage herzlichen Dank, Dankeschön an Sie. Ich bedanke mich. Vielen Dank auch an Sie alle. Michael Roll, danke für den Besuch. Eine Sache noch, bevor du was trinkst. Ich bräuchte noch eine Unterschrift von dir. Ich sammle die Teile. So, ich darf trinken. Ha. Ich auch, weil es ist alkoholfrei. Jetzt habe ich gepetzt. So. Eieieiei. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Jetzt zum Wohl. Jetzt zum Wohl. Oh, jetzt müssen wir das ausmachen. Ja, gleich. Ich glaube, die drehen noch 2-3 Bilder und dann sehr gerne. Und du fliegst Flugzeuge? Ja. Ja. Habe ich verfallen lassen. Ich mach das mal weg. Ich musste letzte Woche ran. Das heißt, ich musste meinen Checkflug machen. Oder eigentlich hätte Auf ein Bier mit Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.